Auf diesem Video seht ihr Impressionen meiner Fotosafari am frühen Morgen in Ostafrika im Dorf Nungwi. Nungwi ist ein afrikanisches Dorf ganz im Norden von Sansibar. Es hat ca. 8000 Einwohner. Im Vergleich zu anderen afrikanischen Dörfern geht es Nungwi noch ganz gut. Die Menschen können von Tourismus leben. Viele Maasai verlassen ihre Heimat im Norden von Tansania, um für ihre Familien hier im Tourismus Geld zu verdienen. Das sind Kinder, die keine Schule besuchen können. Denn Familien mit 10 Kindern können sich keine Schule leisten. Die Kinder spielen am Strand mit Kokosnussenfußball, anstatt mit Bällen. Diese Kinder mit den hübschen Schuluniformen lernen in der Umoja-Schule. Diese wird auch von Deutschland her unterstützt. Zum Wäschewaschen treffen sich die Frauen auf der Straße, nachdem sie das Wasser aus dem Brunnen geholt haben. Mit Eimern und Schüsseln bewaffnet setzen sie sich vor den Häusern nieder. Die Kinder spielen auf der Straße statt im Kindergarten mit selbstgebauten Spielzeugen. Viele der kleinen Häuser haben einen kleinen Markt vor der Tür. Dort werden Handcrafts, selbst angebautes Obst und Gemüse verkauft. Alle Gewerke arbeiten auf der Straße. Es gibt keine Lagerhallen oder Industriehallen. Hier werden Tische und Stühle hergestellt für die Hotels oder Pensionen. Hier ist wieder einer der kleinen Shops, mit denen sich die Bewohner das monatliche Einkommen sichern. Das durchschnittliche Jahreseinkommen auf Sansibar beträgt 250 US-Dollar. Die Kindersterblichkeit von Sansibar beträgt 54 von 1000 Lebendgeburten. Und 12% der Kinder leiden an Mangelernährung.
Mehr als 99% der Bevölkerung Sansibars sind Muslime. Sansibar ist ein halbautonomer Teilstaat von Tansania und besteht aus zwei Hauptinseln. Das sind Unguja, die Insel, die heute alle als Sansibar kennen, und Pemba. Sansibar wird auch die Gewürzinsel genannt und viele sagen, dort, wo der Pfeffer wächst. Die Maasai leben hier in ärmlichen kleinen Behausungen und schlafen auf dem kalten Boden an der Erde. Täglich fahren fliegende Händler durchs Dorf, verkaufen alles, was im Meer gefangen wurde, was die Hotels nicht mehr wollen, Gemüse und Obst.